Jo Leute, ich bin's hier wieder, euer Legolas LP. Wir sind hier wieder Minecraft The North King. Ich bin back, wie ihr seht. Ich habe ein bisschen weitergemacht. Ja, ein bisschen. Es ist schon einiges weitergegangen. Zum Beispiel, ich habe Leinen gefunden, Sattel hatte ich schon, Pferd. Dann habe ich gefarmt, jede Menge Eisen, wie ihr hier sehen könnt. Das werden wir nämlich alles noch brauchen. Und ich wollte es so farmen, ich wollte euch damit nicht auf die Folter spannen, weil es ist recht langweilig, wenn ich nur etwas suche, farme. Dann habe ich hier noch weitergetan mit unserer Farm. Überall, alles ist jetzt ausgewachsen. Hier sogar Melonen. Ich hoffe halt, die wachsen in diese Richtung. Ich werde den Schnee mal wegmachen. Ich hoffe halt, dass sie jetzt wachsen. So. Okay, ja, ich habe mir jetzt eigentlich sogar gedacht, dass ich etwas Schönes mache mit euch. Also ich habe etwas Schönes geplant, damit wir hier von hier aus, also von der Stelle hier, von der Stelle hier bis zu der anderen Stelle dort drüben eine Mauer bauen, eine richtig lange Mauer, also lange nicht, aber eine etwas größere Mauer. Von dort drüben, also von dort drüben bis hierhin, dachte ich. Das wird so eine Holzschneemauer werden. Ich hoffe, euch gefällt es. Wenn es euch gefällt, lasst mal ein Like da. Und schreibt es in die Kommentare, ob ich sie größer machen soll, ob es so reicht. Weil das Dorf bekommt dann auch noch eine eigene Mauer. Ich möchte nämlich so mehrere Ringe bauen, um es zu schützen. Wegen dem Hungersproblem sollte auch geregelt sein, weil wir haben Fleisch und Brot, dürfte jetzt im Moment auch kein Problem sein. So. So. Ja, da seht ihr, zwei Melonen sind schon hier. Es macht mich wahnsinnig. Das ist nicht so cool. Das Coole ist ja auch, dass die bleiben einfach mal so. Ich kann die Melonen abbauen und die bleiben heil. Ja. Schüpf doch, du. Ja, und dann habe ich mir auch noch ein paar Verteidigungsanlagen ausgedacht, wie zum Beispiel die Amboss-Kanone, TNT-Kanonen. Ja, im Moment habe ich nur die beiden. Wisst ihr irgend so was Besonderes, was euch wegspielt, wie ein Minenfeld aus purem TNT? Entschuldigung. Ich schneide sowas nicht raus, weil es ist mir egal, ob ich jetzt huste. Ja, dass wir hier vorne Minenfelder reinbauen. Das heißt, wenn wir mit TNT-Kanonen rausschießen, dass alles explodiert und expandiert und was auch immer. Und das ist ja alles noch gut. Aber das Schlimmste ist, ich befürchte, die Allianz bekommt an Macht. Also sie wird immer stärker. Es könnte passieren, dass wir irgendwann einmal angegriffen werden. Ich weiß es nicht, wann genau. Darüber muss ich mich noch informieren bei meinem Berater. Das werde ich dann machen. Ja. Ja. Wir werden wahrscheinlich irgendwann mal angegriffen. Aber darum muss ich mich ja noch kümmern. Wir müssen schauen, wie wir uns verteidigen. Weil wenn wir da noch keine Mauer haben, wird es blöd sein. Darum werden wir auch heute mit dem Mauerbau beginnen. Aber vorerst müssen wir noch ein bisschen Holz holen. Vom Wald. Ja. Ich weiß nicht, ich werde die Mauer nämlich von außen noch mit Schnee abdecken. Also innen schon mit Holz und mit ganz außen dann noch ein bisschen mit Schnee abdecken.
Ich hoffe, euch gefällt es, wenn ich es mit Fichtenholz baue. Mir gefällt es zumindest. Wenn es euch nicht gefällt, schreibt es in die Kommentare. Und wenn es euch gefällt, lasst einen Like da. Komm, 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 komm. Erstmal 19 Holz wird hinweilen noch ein bisschen reichen. Ja, nee, niemals wird reichen. So, es ist einfach so, ich werde dann auch wahrscheinlich noch Holz offline farmen. Weil es ist einfach so, es macht zwar, ich weiß nicht, ob es euch gefällt, wenn ich Holz farme. Aber ich muss einfach Holz farmen, bevor ich anfange zu bauen. Weil wenn ich nicht baue, wie soll ich dann Holz finden? Und ja, ich habe einen Spawner unter der Erde gefunden. Ich weiß nicht genau, welchen Spawner. Davon habe ich noch null Ahnung. Aber das ist jetzt mal egal. Ich werde euch das dann noch zeigen bei der nächsten Folge. Wir haben schon, wie viel haben wir? 48. Ja, mit 48 werden wir den Bau mal beginnen. Das kann doch nicht. So. Gehen wir mal zurück zu unserer Hütte. So. Weiß nicht, sechs Höhe genug oder machen wir eher mal auf fünf? Außen an. Ja, fünf ist eher. Zwei, fünf. Wir haben noch Slabs und dann hier habe ich mir gedacht, so mit Slabs hin. Eins. 2, 3, warte mal, 3, ne, 1, 2, 3, doch 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, nehmen wir 8, 1, nein, um einen Block verbaut. So. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Und dann machen wir diese Dinger immer in einem Achter Abstand. Und dann hier unten natürlich ganz normal schließen. So, hier eins und dann immer so die Abstände. Warte mal, habe ich das richtig gemacht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was sollte das doch? So. Naja, dann und dann hier außen noch so Schnee bis hierhin. Bis hierhin. Hätte ich mir gedacht, das hätte mir schon gefallen. Aber dafür brauchen wir so oder so noch mehr Holz. Aber ich kann euch die Theorie dann mit, genau hier mit dem Schnee, wisst ihr, dass wir mit dem Schnee dann bis hierhin bauen.
Ich weiß nicht, wie ihr es findet. Mir würde es selbst sehr gefallen. Hier. Hier. So. Holz, 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 Holz. 48 Stück. Jump. So, geht doch. Seht ihr, dann seht ihr, dann sind wir hier oben und können herunterschießen mit den Bögen und so weiter. Weil was mich meine Spione und meine Berater Informationen gesagt haben, es ist, dass sie Monster von dort angreifen, also von hier. Ja. Und ich werde Kürbisse holen. Ein, zwei Kürbisse. Weil ich weiß auch genau, wo. Ich habe nämlich eine Kürbisstelle gefunden, weil ich brauche unbedingt Schneebälle. Da mache ich einen Schneemann, sperre ihn wo ein und dort hole ich mir dann die Kürbisse. Boah. Entschuldigung. Weil wir haben ja eh noch Schneebälle hier drin, aber auch nicht mehr viele. Und dann noch die 12, hier sind gleich 16. 16 Schnee. Ja, 16 Schnee. Okay. So. Nein. Egal. So. So habe ich es mir dann vorgestellt. Die werden noch mit einbezogen. Das wird jetzt nur von außen, weil von innen werden wir es natürlich Schnee, kein Schnee rein, aber das zahlt sich nicht aus. Soll ja nur von außen sein. Ja. Jetzt gehen wir dann wieder rein in unsere Hütte und warten auf den nächsten Tag. Und dabei hinweilen wir auf den nächsten Tag warten, beende ich unsere die Folge. Ja, wie ich schon gesagt habe, werden wir in der nächsten Folge bei der Mauer weiterbauen. Ich werde jetzt offline noch ein bisschen farmen, Holz. Ich werde Kürbisse suchen. Ja. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Ciao.